Abend, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich, dass Sie zu einem Thema gekommen sind, Finanzkrise, die ja in den Augen vieler schon längst wieder vorbei ist. Ja, vielleicht sehen Sie das nicht so. Ich sehe das auch nicht so. Und deswegen sind wir heute hier zusammengekommen. Ja, zunächst Krise, Finanzkrise. Das hat vor 3 Jahren angefangen. Aber was heißt Finanzkrise? Es war eine Krise der Banken, die sich in den Bankrott spekuliert haben. Und dann war das eine große Krise. Während ja Millionen Menschen, sehr viel mehr Menschen, eine sehr viel existenziellere Finanzkrise schon lange vorher hatten. Die Millionen Menschen in diesen unseren Staaten der westlichen Wertegemeinschaft, die seit Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts Lohnsenkungen hinnehmen mussten, die Arbeitslosen und die Niedriglöhner und die überschuldeten Privathaushalte. Also da gab es ja schon Finanzkrisen viel tieferer Art. Diese Finanzkrise, von der jetzt immer die Rede war oder ist, ist ja eigentlich sozusagen eine Krise der Reichen. Nur. Und da kommen wir noch drauf. Aber auch der Begriff der Krise ist ja wird ja inflationär verwandt. Also jedem, dem es mal irgendwie ein bisschen schlecht geht, der hat gleich eine Krise. Und aber eigentlich ist eine Krise ja eine Situation, in der zwei etwa gleich starke Kräfte sich gegenüberstehen. Und wo es auf der Kippe steht, wer gewinnt jetzt? Gewinnen die Banken, die Finanzakteure, würde ich lieber sagen, weil da noch viel mehr dabei sind als nur die Banken, oder gewinnen die Mehrheiten der Bevölkerung? Verbunden mit einem Systemwechsel in der Finanzwelt oder ein weitergehender Systemwechsel. Aber bekanntlich in einer solchen Krise sind wir ja gar nicht. In Wirklichkeit ist es so, dieses neoliberale Finanz- und Wirtschaftssystem ist durch die Krise eigentlich moralisch tot. Aber es herrscht weiter. Gerade durch die Bankenrettung ist das ja noch stärker geworden. In der Mehrheit würde ich feststellen, herrschte resignative Empörung, beides miteinander vermischt. Die Mehrheit will anders, kann aber nicht. Ja, und muss die Folgen ausbaden. Ja, wie kam es jetzt, zunächst mal ist meine erste Frage, wie kam es jetzt zur Finanzkrise? Der Bankrott der Banken flächendeckend weltweit in der westlichen Wertegemeinschaft kam ja nicht dadurch, dass die Banken zu viele Kredite an Häuslebauer, Konsumenten, Unternehmen, Handwerker vergeben hätten. Solche Kredite haben sie auch vergeben, aber in den letzten 10, 15 Jahren vor der Krise, und das ist immer noch so, bestanden ja 90% oder mehr der Finanzaktivitäten der Banken nicht darin, solche Kredite zu geben. Die Aufgabe, die man eigentlich oder Sie alle wahrscheinlich auch mit Banken verbinden, sondern 90% aller Bankaktivitäten bestanden darin, dass die Banken sich gegenseitig Kredite gegeben haben.
Das sogenannte Interbankengeschäft war das Wesentliche. Und zwar für Projekte, Ziele, die volkswirtschaftlich gar keinen Sinn haben. Und da komme ich auf dieses eine Beispiel zurück, das in dem Film Let's Make Money an der zweiten Stelle noch etwas ausführlicher dargestellt wird. Vielleicht haben Sie das gesehen. Also dieses Cross-Border Leasing war ein solches Interbankengeschäft oder ist es auch, und es läuft ja weiter. Und zwar war das ja so, eine Bank spielt den Investor und will die Wiener Straßenbahn kaufen. Die Bank, die den Investor spielt, hat aber oder setzt kein eigenes Geld ein, sondern leiht sich die 1 Milliarde Dollar bei 2 anderen Banken. Und der Investor, die Bank, die den Investor spielt, gründet eine Briefkastenfirma bei Cross-Border Leasing, auch bei den Wiener Straßenbahnen oder bei der ÖBB war das immer eine Briefkastenfirma in der größten Finanzoase der modernen Welt, in Delaware, im kleinen US-Bundesstaat Delaware. Und zahlt das geliehene Geld, bei 2 anderen Banken geliehenen Geld, in den Briefkasten ein. Der Briefkasten tritt dann als Käufer auf, aber diese 1 Milliarde Dollar bekommen ja gar nicht die Wiener Linien oder die ÖBB als Verkäufer. Die bekommen nur so eine kleine Belohnung, das hieß damals Barwertvorteil, so ein paar Millionchen. Und 99,9% des Kaufpreises überweist der Briefkasten in Delaware an 3 weitere Banken. An 2 sogenannte Schuldübernahmebanken, eine Depotbank. Und die sollen jetzt, oder die können jetzt, 30 Jahre lang diese 1 Milliarde Dollar für sich verwenden, haben nur nebenbei die Aufgabe, an den Investor die Mietraten jährlich zu bezahlen, damit die Wiener weiter mit ihrer Straßenbahn fahren können. Aber in Wien kommt das Geld nie an. Das heißt, durch dieses Cross-Border Leasing wird ein auf 30 Jahre angelegter riesiger Kapitalkreislauf organisiert. Um die Straßenbahn in Wien kümmern sich diese Leute, die die 1 Milliarde da hin und her schieben, überhaupt nicht. Aber sie haben ganz viel davon. Der Investor hat eine Steuererleichterung. Die 2 Banken, die 1 Milliarde dem Briefkasten geliehen haben, die bekommen 30 Jahre lang Zinsen für das Darlehen. Und die 3 Depotbanken, die den Kaufpreis zur Verwaltung bekommen, die haben jetzt 1 Milliarde für 30 Jahre zur Verfügung. Die können damit wiederum Geschäfte machen. Andere Banken kaufen oder was ihnen gerade mal so einfällt. Oder wieder weitere Kredite vergeben an andere Banken und so. Und ja, Sie sehen, ne, volkswirtschaftlich völlig unerheblich, beziehungsweise die beteiligten Staaten verlieren Steuern. Und dabei gibt es noch eine ganze Reihe von Mittätern und Mitverdienern, große Anwaltskanzleien, die diese 2000 Seiten dicken englischen Verträge machen, die Wirtschaftsprüfer, die das auch alles noch begutachten und absegnen und die Ingenieurgesellschaften, die dann also den Wert der Wiener Linien und der Kanalisation von Salzburg feststellen und so weiter. Ja, und dann kam die Krise, in dem Fall bei Cross-Border Leasing dadurch, dass nach ein paar Jahren, das hängt mit dem Irakkrieg zusammen, da brauchte die amerikanische Regierung doch ein bisschen mehr Geld als geplant, und hat gesagt, naja, diese Steuerausfälle, die wollen wir doch jetzt nicht in diesem Umfang weiterführen. Und haben ja dann im Jahre 2004, ein Jahr, nachdem sich herausstellte, der Irakkrieg wird saumäßig teuer, haben die dann dieses Steuersparmodell gestoppt. Und da fingen dann die sogenannten,
Investoren an, weil sie ja jetzt keinen Vorteil mehr hatten, aus diesem Kreislauf auszusteigen. Ja, und da haben die anderen Banken natürlich blöd geguckt und haben gesagt, oh, Krise, 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 wir kriegen unser Geld nicht zurück. Ja, ne, das so in Kurzform an einem, Ihnen vielleicht so ein bisschen schon bekannten Beispiel, an einem dieser Hunderten von Finanzkonstrukten und Finanzprodukten dargestellt, worin die Haupttätigkeit der Banken vor der Krise bestanden hat und eben zur Krise geführt hat, weil irgendjemand hat dann die heiße Kartoffel als letzter fallen lassen und dann fängt die Krise an. Ja, ich habe schon gesagt, dabei gibt es dann eine ganze Reihe von Mittätern, die Regierungen, die das teilweise gewusst oder gedeckt haben, die Finanzaufsicht, die das teilweise auch gewusst und gedeckt haben, und zum Beispiel die großen Versicherungsgesellschaften, die diese Kredite alle noch versichert haben, weil die Banken, die ja wissen, das ist alles ein bisschen kribbelig, die haben dann alle diese Kredite bei anderen Banken oder Versicherungsgesellschaften versichern lassen. Sie haben vielleicht von dem größten Versicherungskonzern der Welt gehört, American International Group, AIG. Ja, mit der hat also Hunderttausende solcher Kredite versichert, aber er hat für den Versicherungsfall keine Rücklagen gebildet. Deswegen war ja dann dieser Versicherungskonzern AIG der größte Fall für die Rettung, für die staatliche Rettung dann unter der Regierung von Obama. Bei Bush fing das schon an. Ne, AIG hat eben 180 Milliarden US-Dollar Staatshilfen bekommen. Also auch Mittäter. Dann waren natürlich Mittäter die Ratingagenturen, die diese Finanzprodukte als wertvoll und so weiter bewertet haben. Und es waren die Wirtschaftsprüfer, die diese Konstrukte dann sozusagen als ordentlich bilanziert, dem einen Testat erteilt haben, wobei die Wirtschaftsprüfer, also vor allem diese großen vier international tätigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte und Tusch, die sozusagen den Weltmarkt dieser Finanzprodukte in der Hand hatten, die haben da ja auch eine extra nochmal rechtliche Konstruktion entwickelt, nämlich die sogenannten außerbilanziellen Zweckgesellschaften. Diese Zweckgesellschaften, die sind dann noch zusätzlich zur Verheimlichung in einer Finanzoase und eben meistens in Delaware oder auf den Cayman Islands domiziliert worden, also rechtlich eingeschrieben worden. Ja, das waren so die Täter, an einem Beispiel mal dargestellt, und ihr Produkt, das erstmal große Gewinne gebracht hat und dann durch einen Zufall in die Krise kam. Ja, dann kommen wir zur Bankenrettung. Man hätte ja sagen können, gut, habt ihr euch was Doofes ausgedacht, seid ihr pleite gegangen. Im Kapitalismus ist das bekanntlich ja so, er zeichnet sich dadurch aus, er hat bestimmte Reinigungsmechanismen und wenn sich einer verspekuliert hat, dann muss er eben in die Insolvenz gehen und dann wird die Insolvenz abgewickelt und dann ja, zeigt sich, was da an Werten noch geblieben ist und das Wertlose, ja, bleibt wertlos. Aber so war es ja nicht. Sondern gegen Recht und Gesetz
gegen das geltende Insolvenzrecht und gegen das ja jahrzehntelang als alternativlos gepredigte Prinzip der freien Marktwirtschaft, dass der Staat nicht in die Wirtschaft eingreifen darf, wurden die Banken vor der Insolvenz durch den Staat, durch staatliche Mittel, Steuergelder gerettet. Und ich weiß ja nicht, wie es in Österreich ist, aber in allen anderen westlichen Rechtsstaaten, die ich kenne, ist Insolvenzverschleppung, Insolvenzverhinderung eine Straftat. Wir haben es also mit Regierungen zu tun, die nach geltendem Recht Straftäter sind. Und sie haben im Konzert mit den Verursachern der Krise eine kollektive Unschuldserklärung gemacht. Die Banken, die bankrotten Banken, sind durch die Staaten entschuldet worden. Und zwar entschuldet worden im doppelten Sinne, finanziell und moralisch und rechtlich. Es hat zwar einige Schauprozesse gegeben, in Frankreich gegen so einen kleinen Aktienhändler, Jérôme Kerviel, der von seiner Bank Société Générale, einem Global Player, angeklagt wurde, ihren Verlust von 5 Milliarden Euro ganz alleine und für sich und ohne, dass ja jemand was gemerkt hätte, verursacht zu haben. In den USA wurde ein kleiner Angestellter der größten Bank der Welt, Goldman Sachs, vor Gericht gestellt, in ähnlicher Weise. Ja, kein Vorstandsmitglied, kein führender Manager wurde je vor Gericht gebracht. Der Staat hat bei der Übernahme dieser Verpflichtungen der Banken nicht geprüft, wie sind diese Verpflichtungen entstanden. Sind die Kredite auf saubere Weise vergeben worden oder nicht? Was waren das überhaupt für Geschäfte? Gleichzeitig hat der Staat dafür gesorgt, dass die Gläubiger dieser bankrotten Banken geheim bleiben. Die Bankenrettung wurde sozusagen in den wichtigsten Staaten durch ein Ermächtigungsgesetz in Gang gesetzt. Das heißt, die Parlamentarier, auch im Deutschen Bundestag, haben eine globale Ermächtigung dem Staat gegeben. 480 Milliarden Euro kannst du ausgeben, um die Banken zu retten. Und dann wurde eine neue Behörde gegründet, die aus dem Staat heraus ausgelagert wurde. In Deutschland heißt das SOFIN, Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung. Und der konnte seitdem in aller Heimlichkeit, ohne dass irgendein Parlamentarier da irgendetwas über diese umfangreichen Ausgaben mitzubestimmen hat, dann die Banken retten. Verbunden war das mit Nötigung und Erpressung. Selbst unsere deutsche Bundeskanzlerin, vielleicht haben Sie das mal im Fernsehen gesehen, hat ja wiederholt gesagt, ich möchte nie mehr in eine solche Situation kommen, wo der Staat erpresst wird. Sie hat allerdings seitdem nichts getan, um solche Bedingungen herzustellen. Die Erpressung bestand ja darin, dass die Banken gesagt haben, und die Regierungen sind ihnen dahin gefolgt, wenn ihr uns nicht rettet, dann geht die gesamte Wirtschaft unter. Die ganze Zivilisation bricht zusammen und so weiter. Die Regierungen haben das dadurch noch gestützt, dass sie die Bevölkerung desinformiert haben. Und zwar etwa durch die Behauptung, ja, wenn wir die Banken nicht retten, dann gehen die Sparguthaben der Bevölkerung, gehen eure Sparguthaben, liebe Bürger, verloren. Wobei das Interessante oder Aufschlussreiche ist, zum Beispiel in Deutschland, die Banken, die die meisten Staatshilfen bekommen haben,
Also die IKB und die Hypo Real Estate und die Landesbanken, bei denen hat kein einziger Bürger irgendein Konto. Kein einziger Bürger. Und für die Bürger, die dann etwa bei der Commerzbank, das war die Bank, bei der die zweitmeisten staatlichen Mittel in Deutschland eingesetzt worden sind, hätte man den ja gesetzlich eingerichteten Sicherungsfonds in Gang setzen können, aber da hat sich die Deutsche Bank geweigert, die ja am meisten hätte einzahlen müssen. Och, das ist uns zu viel, hat der Herr Ackermann gesagt. Ja, also durch diese Desinformation hat der Staat mitgeholfen, diese nicht geprüften Verpflichtungen der Banken zu übernehmen. Gegenwärtig setzt sie oder danach setzte sich das ja fort, diese nationale Bankenrettung nach dem gleichen Muster im europäischen Maßstab durch die sogenannte Griechenland- und dann die Euro-Rettung, wo die europäischen, also die EU, die Euro-Mitgliedsländer, übrigens auch wiederum in der Finanzoase Luxemburg eine sogenannte Zweckgesellschaft gegründet haben, um dort also diese Rettungsgelder einzuzahlen, die ja aber nur dazu beitragen, dass die Banken, die etwa Griechenland, Irland und so die Kredite gegeben haben, dass deren Forderungen erfüllt werden. Wenn Sie mal die Listen sehen, welche Banken beispielsweise jetzt aktuell haben auch in spekulativer Absicht dem hochverschuldeten Staat Irland die Kredite gegeben. An erster Stelle sind es die deutschen, dann die französischen, dann die Schweizer Banken. Und bei den deutschen Banken sind es gerade vor allem diejenigen, die schon selber staatlich gerettet worden sind. Also die Hypo Real Estate und die Commerzbank sind diejenigen, die die meisten Kredite auch an Irland gegeben haben. Und diese Banken, die schon in Deutschland vom Staat gerettet worden sind, die sollen jetzt auch durch europäische Gelder, die ja dann letztlich auch unsere Gelder sind, weiter gerettet werden. Beispielsweise, weil sie für irische oder spanische Immobiliengeschäfte die Kredite gegeben haben. Aber der Staat, auch hier, auch die Europäische Union, prüft nicht, war diese Kreditvergabe für diese spanischen Spekulationsimmobilien, war die seriös fundiert? Gibt es da irgendeine Verpflichtung im allgemeinen Interesse, die Banken hier rauszukaufen? Ja, ich mache noch mal eine Zwischenbemerkung, wo ich selber gestaunt habe, als ich das gesehen habe. Und zwar, also diese kollektive Unschuldserklärung für die Finanzakteure. Also, dass die Banken sich selber für unschuldig erklären. Beispielsweise, Sie kennen vielleicht diesen Spruch von Herrn Ackermann, dem sozusagen Sprecher der deutschen Bankenlobby, der sagt, ja, wir sind alle Getriebene der Märkte. Wir konnten nicht aussteigen. Wenn wir was anderes gemacht hätten, wenn wir diese Geschäfte nicht mitgemacht hätten, dann wären wir untergegangen, dann wären wir aufgekauft worden, dann hätte ich meinen Aktionären gegenüber mich der Untreue schuldig gemacht. Niemand konnte aussteigen. Außerdem hat uns niemand gewarnt. Es gab auch gar keinen Widerstand. Also, dass die sich für unschuldig erklären, das können wir verstehen. Das tut wahrscheinlich jeder, der mal vor Gericht kommt, erstmal. Aber dass der Staat da auch mitmacht, kann man dann vielleicht auch verstehen, weil er ja die Krise mit vorbereitet hat. Er ist ja Mittäter, Mitvorbereiter durch die Deregulierungen, durch die Ermöglichung mancher, gesetzliche Ermöglichung mancher dieser Finanzpraktiken, etwa dieser Verbriefung, also des Weiterverkaufs, des schneeballartigen Weiterverkaufs von
vergebenen Krediten, also was dann ja in den USA angefangen hat, im großen Stile, den diese an individuelle und nicht zahlungsfähige Häuslebauer vergebenen Kredite weiterverkaufen zu können, weil man ja sowieso nicht damit gerechnet hat, dass die das zurückzahlen können. Das haben die Regierungen ja mit ermöglicht. Und da könnte man denken, na gut, also dass die diese kollektive Unschuldserklärung mittragen, ja auch für sich selbst, kann man auch verstehen. Aber da, wo ich erstmal gestutzt habe, war, dass auch die ökonomischen Wissenschaftler das mittragen. Und zwar, was mich eben wirklich erstaunt hat, von rechts bis links. Also bei uns, den kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie schon mal deutsches Fernsehen gucken, den Professor Unsinn, der sagt also das Gleiche wie Ackermann, niemand konnte aussteigen, alle mussten das selbst das Gleiche machen und so. Aber auch sogenannte linke Ökonomen, vielleicht kennen Sie Namen aus Deutschland, die mir natürlich am vertrautesten sind, Professor Hickel oder Professor Altvater, die sagen auch, ja, das sind Strukturen. Das sind Strukturen. Und da kann eine individuelle Schuldzuschreibung nicht möglich sein. Und Sie sagen, Banker haben ja nur das gemacht, was ihnen die Regierungen erlaubt haben. Deswegen können sie ja gar nicht schuldig sein. Also das sagen auch linke Ökonomen. Und wobei das ja sehr widersprüchlich ist, denn erstens mal haben die Regierungen ja gar nicht alles erlaubt, was die Banken da gemacht haben. Denn die Banken, die haben auch vieles gemacht, was nicht erlaubt war. Ich meine, ist vielleicht bei Banken nichts Überraschendes. Auch zum Beispiel dieses Cross-Border-Leasing, das hat nie irgendeine Regierung in Deutschland oder in Europa erlaubt. Wurde trotzdem gemacht. Also auch die Bundesregierung selbst hat das ja mit Bundesunternehmen, die noch ganz im staatlichen Besitz waren, gemacht. Mit der Deutschen Post AG, die hat also Briefverteilzentren an solche Cross-Border-Leasing-Investoren verkauft. Die Infrastruktur der Telekom oder die deutsche Luftsicherheitsanlagen, übrigens auch Austro Control wurde ja über Cross-Border-Leasing verkauft. Ja, das heißt also, Banken haben vieles gemacht, was ihnen auch nicht erlaubt war. Außerdem haben sie ja selber erstmal durch Lobbyismus die Regierung dazu gebracht, diese Erlaubnisse, diese gesetzlichen Erlaubnisse auszusprechen. Und auch deswegen ist ja diese Aussage, also die Banker haben ja nur das gemacht, was die Regierungen erlaubt haben, nicht glaubwürdig, weil wenn das so wäre, dann hätten ja anschließend die Banker sagen können, diese Regierungen müssen zurücktreten, die haben was Falsches gemacht. Die müssen abgelöst werden, es müssen andere Regierungen her. Habe ich aber nicht gehört. Ja, wir müssen eigentlich feststellen, dass diese kollektive Unschuldserklärung mit diesen Merkmalen für ihre Tätigkeit, die ich Ihnen beschrieben habe, eigentlich Merkmale totalitärer Unrechtssysteme sind oder Merkmale der organisierten Kriminalität. Gucken Sie mal zum Beispiel auf die Website unseres bundesdeutschen Bundeskriminalamtes, wie da organisierte Kriminalität beschrieben wird. Die hat nämlich folgende Merkmale. Verabredung zwischen mehreren Tätern. Nutzung unternehmerischer Strukturen. Geheimhaltung und Desinformation. Nötigung und Erpressung. Wir sind bei der Bankenrettung. Ja, was sind nun, das wäre die nächste Frage,
die Folgen dieser organisierten Kriminalität. Die kollektive Unschuldserklärung hat nämlich eine entsprechende zweite Seite, nämlich die kollektive Schulderklärung der Bevölkerung. Es wird nämlich gesagt, ihr wart alle gierig. Ihr wolltet alle ein Stück vom Kuchen haben. Ihr habt alle Kredite genommen, um euch mehr zu leisten, als ihr euch eigentlich leisten konntet. Und ihr habt alle über eure Verhältnisse gelebt. Deswegen müsst ihr jetzt zahlen. Also die Schulderklärung der Unschuldigen. Was dann eben bekanntlich dazu geführt hat und weiter führt, dass staatliche soziale Leistungen gekürzt werden. In einem breiten Stil für Bildungsausgaben, Kulturausgaben wie in Deutschland werden also Schulen geschlossen, Theater geschlossen oder eben die Gebühren, Eintrittsgebühren, Kindergartengebühren und so weiter erhöht, mit Hinweis auf die zusätzliche Staatsverschuldung nach der Bankenrettung werden Lohnsenkungen durchgeführt, das Rentenalter wird erhöht, gleichzeitig wird die Rentenzahlung blockiert, Leiharbeit, Niedriglöhne werden weiter im größeren Stile durchgesetzt. Also die neoliberale Wirtschaft, die keine moralische und rechtliche Legitimation mehr hat, macht das im verstärkten Stile weiter, was sie vorher auch schon gemacht hat. Es entstehen in diesem Zusammenhang neue Bedrohungen für unser Gesellschaftssystem, der Demokratie. Populistische Strömungen werden aus den Kreisen der Finanzakteure unterstützt, direkt oder indirekt. Denken Sie an die Tea Party in den USA. Aber ähnliche Erscheinungen haben Sie also auch in Europa, in Frankreich, in Italien, eigentlich in verschiedener Form. In Deutschland haben wir den Sarrazin und so weiter und so. Sie müssen das mal gesehen haben. In unserer führenden Tageszeitung für kluge Köpfe, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, am letzten Arbeitstag des Bundesbankers, Mitglied im Vorstand der Bundesbank, Sarrazin, ein großes Farbfoto auf der Titelseite. Herr Sarrazin an seinem Schreibtisch am letzten Arbeitstag, vor ihm 50, 60 Exemplare seines Buches, die von anderen Bundesbankern dorthin gelegt worden sind, damit sie noch auch eine Signatur von ihrem geschätzten scheidenden Kollegen mitbekommen. Und in diesem Zusammenhang werden neue Sündenböcke gesucht als Ersatz für die Nicht-Anklage und Nicht-Verurteilung der wirklichen Täter. Die neuen Sündenböcke verstärkt im Islam, bei Romas, bei Migranten und anderen. Und das geschieht insbesondere dort in den neoliberal führenden Staaten, also in den USA, in Großbritannien, in Deutschland und in Frankreich, wo auch die Bankenrettung am exzessivsten praktiziert worden ist. Ja, ich komme zum Schluss, der mir schwerfällt. Denn unter diesen Verhältnissen, die ich kurz skizziert habe, gibt es ja keine oder scheint bisher keine
sozusagen vernünftige Lösung möglich. Das hat auch damit zu tun, also, oder das kreist ja um die Frage, warum hält sich ein ungerechtes System an der Macht, obwohl es moralisch tot ist? Ja, warum? Das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind viele der Enteigneten, Betroffenen, Geschädigten, und das ist ja die Mehrheit, die sind noch in einem Erstarrungszustand. Da herrscht, wie ich das vorhin schon gesagt habe, eine Mischung aus Empörung, Wut, Kritik und gleichzeitig schon von Beginn an einsetzender Resignation. Wir können ja doch nichts tun. Und das ist gerade bei denen am stärksten ausgeprägt, die die Hauptbetroffenen sind. Also diejenigen, die arbeitslos sind oder diejenigen, die noch eine Beschäftigung haben, aber in dieser Erpressungssituation sich glauben, nicht wehren zu sollen, wenn ihnen noch mehr unbezahlte Überstunden, noch mehr gekürzte Löhne, noch mehr befristete Arbeitsverträge und so weiter zugemutet werden. Außerdem ist die Betroffenheit ja sehr unterschiedlich. Wirkt in ganz verschiedenen Milieus. Zum einen gibt es ja sowieso eine ganze große Zahl an Mitgewinnern oder an solchen, die mitzugewinnen hoffen. Und dann ist eben die Vielfalt der Betroffenheit eben sehr groß zwischen denen, die eben noch eine Arbeit haben und die sie nicht mehr haben, oder denen, die eine schlechte Arbeit haben und denen, die inländisch sind oder ausländisch sind oder Migranten sind oder die Frauen sind oder Männer sind. Und die Linken sind zerstritten und die Gewerkschaften sind zerstritten und für viele gibt es gar keine Organisationsform gegenwärtig, weil sie sagen, alle Parteien haben mich enttäuscht. Ja, das sind alles so Voraussetzungen, dass eine öffentlich wirksame Gegenbewegung nicht in Gang gekommen ist bisher. Es gibt in allen Staaten der Europäischen Union zum Teil sehr heftige Protestbewegungen, Demonstrationen bis hin zu Generalstreik. Aber selbst da, wo diese Aktivitäten sehr stark sind, sind sie relativ perspektivlos, weil sie nur defensiv abwehrend sind, selber keine tragende Perspektive entwickeln bisher. Ja, es gibt einige wenige Möglichkeiten der Gemeinsamkeit, die sich ein bisschen herausgebildet haben. In Deutschland wäre das etwa dieses Motto, wir zahlen nicht für eure Krise, wobei das ja auch noch ein sozusagen defensives Motto ist. Es ist die Forderung nach einheitlichen Arbeitsbedingungen. Attac Österreich ist ein interessantes Konzept für eine demokratische Bank, für ein demokratisches Finanzwesen entwickelt worden. Das alles ist noch nicht zusammengeführt, weder konzeptionell noch international. Und vor allem müsste ja ein solches Gegenkonzept auch die Frage beinhalten oder beantworten, wie wird das gegen diejenigen durchgesetzt, die moralisch tot sind und auf Argumente nicht hören? Mit dieser schwierigen Frage, die ich Ihnen auch nicht beantworten kann, möchte ich Sie zunächst mal
entlassen. Dankeschön.